Gut, wie geht's denn eigentlich voran mit unseren Missionaren? Okay, sind beide fast fertig. Ich weiß auch nicht ganz, wie das Missionarsystem funktioniert. Mir kam vor, dass vorher einige nicht bis auf 100% steigen mussten, um dann wirklich die Missionierung abzuschließen. So, ich kämpfe jetzt gleich, weil... weil ich eine zweite Revolte auch noch habe. 244. Gut, das ist in Ordnung. Das müssen wir eigentlich dann nicht gleich kämpfen. Schon wieder. Ach komm, geht weg. Von Podlasia aus am besten. Juhu, die laden sich... Wieso können sich Rebellen eigentlich unendlich aufladen in meinem Land? Unendlich viele Leute da anscheinend mobilisieren? Aber ich kann es nicht. Das wäre ja mal interessant. Und wieso kann die Ukraine nicht selbst ein paar Rebellen vernichten? Das wäre auch interessant. Also es wäre toll, wenn sie das tun könnten. So. Hier steigern wir. Weil irgendwas wird schon bringen. Und Darlehen tilgen. Zack. Ja, wir haben schon noch einige Darlehen am Laufen. Aber mit dem großen Plus, das wir haben, sollte das alles kein Problem werden. Also hauptsächlich meine Sorge ist gerade die Manpower. Wenn jetzt noch zu viele Revolten kommen... Wobei, wir haben ja... wo war das? Hier? Bist du es? Nein, dann ist das der Militärtyp. Dann nehmen wir den mal. Festungsverteidigung 25% plus. Damit die ganzen Rebellen länger brauchen. Und ach, geht endlich weg. Ich hasse euch so viel. Könnt ihr sie bitte erstmal ganz auslöschen, damit die nicht sofort wiederkommen? Danke. Ukraine gegen uns Ukraine, irgend sowas wieder. Entquatschen gegen deutsche Orden. Wird mich Österreich wirklich angreifen? Nur weil ich hier eine Provinz zu viel habe, die sie gerne in einer anderen Religion sehen würden. Kann ich hier nicht irgendwie... Verlass das Reich. Ich bin gar kein Mitglied. Sehr gut. Ich will Österreich nicht als Verbündeten verlieren, aber nehme ich in Kauf, eine Provinz wieder katholisch werden zu lassen. Wenn das Event allerdings jetzt öfter kommt und der Kaiser ist von allen Provinzen, die ich habe, fordert, dass sie wieder katholisch werden, das nehme ich nicht in Kauf. Wir haben zwei Belagerungen. Oh, in Narva. Ja, dann beenden wir die mal. So. Wieder eine Konvertierung abgeschlossen. Wo dort am kürzesten? Okay, ganz egal. Schicken wir ihn einfach zu einem der beiden Plätze hier. Oh, Memel. Sollten wir befreien, damit der Missionar endlich seine Arbeit abschließen kann. Auch wenn das wieder zu höheren Verlusten eher führt. So, die sind weg. Sachsen hat religiöse Unruhen, aha. Gut. Der eine Missionar in Memel ist dann jeden Moment fertig. Bis 1526, 5 Jahre lang. Wir werden in den nächsten 5 Jahren sowieso keine neuen Regimenter ausheben. Es wird mehr als 5 Jahre dauern, bis unsere Armee ganz aufgeladen ist. Von dem her. Aber es sieht schon wieder recht gut aus. Wenn ich nur ein bisschen mehr Manpower noch hätte, würde ich sogar sagen, es sieht sehr gut aus.
Wir tilgen dann wieder mal ein Darlehen. Ja, und weil es jetzt eh nicht so spannend ist, würde ich sagen, wir sehen uns... Okay, die Städte fordern alte Rechte wieder und wir können entweder Stabilität verlieren oder gar keine Auswirkung. Dann nehmen wir gar keine Auswirkung. Und wir können ein weiteres Darlehen tilgen. Es sind noch genau 5 Stück, die wir noch haben. Also jetzt noch 4. Okay, wir können jetzt die Idee der Nationalbank übernehmen. Das kostet uns 360 Verwaltungsmacht. Mal sehen, Verwaltung, also administrativ sind wir recht weit hinten und wir haben sowieso nicht viel Inflation. Dann ist es das nicht wert und wir warten lieber, damit wir unsere administrative Technologie eher bald erhöhen können. Und wir zahlen wieder mal ein weiteres Darlehen zurück. Und im nächsten Monat können wir dann gleich noch eines zurückzahlen. Da unser Einkommen glücklicherweise inzwischen schon wieder sehr, sehr hoch ist. So, also gleich noch eins. Dann bleiben nur noch 2 übrig. Sehr gut. Die Hanse braucht wieder mal Hilfe und zwar gegen einige Nationen in dieser Gegend. Viele Nationen. Aber gut. Ich akzeptiere mal, sehen sie so aus, als würden sie Hilfe brauchen? Ja, die brauchen ganz eindeutig Hilfe. Und wir geben ihnen auch Hilfe. Weil, wie gesagt, sie uns geholfen haben vorher mit den Revolten und dafür revanchiere ich mich einfach gerne. Es wäre jetzt schon mal schön, wenn nicht ihre Armee vollkommen vernichtet werden würde. Gut, wir stehen hier einfach mal in Mecklenburg fürs Erste nur defensiv da. Oh, die wollen jetzt in Lübeck angreifen. 7. Februar, das ist eh dann dieser Tag. Dann helft ihnen mal schnell, um diese Schlacht auch gewinnen zu können. Hoffentlich. Vielleicht noch ein wenig langsamer. Oh. Ja, erst vernichten wir die Typen. Und kümmern wir uns um unsere Revolte. Holstein ist auch noch im feindlichen Bündnis. Naja. So, dann könnten wir eigentlich wieder ein bisschen schneller schalten. Damit ihr die hier vernichten könnt. Troki würde eine Kernprovinz. Sehr gut. Okay, dann geht wieder nach Mecklenburg, von wo aus wir dann wieder ihnen gut helfen können. Hinterpommern kann das brauchen, ja. Oh, wir könnten wieder ein Darlehen tilgen. Das war dann das letzte Darlehen. Juhu, endlich. Dann haben wir jetzt sogar ein Plus von 10 pro Monat, vermutlich weil wir unsere Armee gerade sehr wenig zahlen müssen. Ja. Sehr gut. Holstein-Thronanwärter können uns ja eigentlich recht egal sein, aber hier könnten wir ihnen mal helfen, indem wir mehr Typen von Holstein noch vernichten. Und dann kann die Hanse in relativer Sicherheit alles belagern. Und falls doch feindliche Truppen kommen, werden wir sie wieder vernichten. Hey, wir können wieder was bauen nach 1000 Jahren, aber vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir uns erstmal wieder Berater holen. Technologiekosten, administrative, ja, wir brauchen administrative Technologie endlich wieder. Da waren wir nämlich schon weit hinten. Ihr seht es, irgendwelche östlichen Nationen überholen uns. 8, 10, 8, ein gutes Land hat 10, 9, 10, okay. Wir sind nicht so gut dabei. Hier die paar Holsteiner bitte wieder kurz vernichten.
Litauen beleidigte uns, okay. Moskau. Wir verbessern weiterhin die Beziehungen, weil ich mit Moskau gerne bald wieder ein Bündnis hätte, wenn das möglich ist. Irgendein nerviges kleines Nachtfalter-Mottenviech fliegt mir im Gesicht herum. Aha. Gut, aber meine Motivation ist nicht mehr bei Null, nachdem es uns wieder recht gut geht. Und ihr habt Frieden geschlossen, das finde ich wunderbar. Dann auch noch aus Preußen mit euch. Michael von irgendwo. Wunderbar. Beziehungen verbessern mit Österreich. So, weiterer Berater oder sollen wir wieder Gebäude bauen? Diplomatische Technologie. Ja. Disziplin. Okay, Einheitenlimits brauchen wir eigentlich nicht. Wir werden sowieso nicht in nächster Zeit irgendwas Neues an Truppen dazu bauen. Gut. Disziplin plus 5% sollen wir nehmen wegen dem hier. Wie sieht es aus mit unserer Militärtechnologie? Oh, die ist eigentlich schon eher zurück. Dann nehmen wir das wegen den Militärpunkten. Auch wenn mir irgendwas mit Technologiekostenverringerung lieber wäre. Ja, wir müssen wirklich schauen, dass wir es nicht erobern und nicht mehr irgendwelche großen Revolten und sowas haben, sondern aufholen. 9, 9, 11, 10, 9, 10. Das sind die normalen Werte. Und nicht 8, 10, 8. So wie wir das haben. Anspruch auf Brandenburg verloren. Okay. Dann brechen wir die Mission ab. Und haben 5 Jahre lang keine Mission. Egal. Was haben wir hier? Reformiert euch zu Preußen. Was bräuchte ich dazu? Administrative Technologie höher als 10 und dann könnten wir Preußen werden. Wunderbar, das machen wir dann. Sobald es geht. Weihbischofakt. Minus 4% Steuern, minus 8% Stabilitätskosten. Was hätten wir hier? Wunderbar, das machen wir und den Weihbischofsakt eher noch nicht fürs Erste. Ja. Gut. Ich hätte sehr gern noch Litauen und die beiden Gebiete. Wenn das alles uns gehören würde, dann hätten wir hier so richtig einen netten Bogen aus Europa. Und die Provinz bräuchten wir dazu irgendwie auch noch. Dann würden wir hier so einen netten Halbkreis besitzen. Aber naja. So, wenn ich wieder irgendwie in der Lage bin, ein zusätzliches Gebäude zu bauen, dann könnte man davon sprechen, dass die Normalität so weit wieder eingekehrt ist, dass ich für heute beenden kann und nächstes Mal mit voller Motivation weitermachen kann. Also, ein Gebäude noch bauen und dann sind wir es für heute. Es sei denn, es bricht noch irgendein Krieg aus. Dann natürlich nicht. Ein Agent in Hinterpommern. Die Hanse hat religiöse Unruhen und wir können ein irgendwas bauen. Marktplatz, lokaler Handelseinfluss plus 1. Dock, Hofmeister. Was wäre das Maximale? 1,2 könnten wir rausholen. 1,39, dann ist das eindeutig sinnvoller. Ja, alles ist relativ normal. Spiel speichern als... hier, Let's Play Deutscher Orden. Speichern. Okay. Gut. Und auch nochmal einfach so mit der normalen Bezeichnung. Das mache ich jetzt übrigens so oft mit der normalen Bezeichnung speichern, damit ich einfach nachher vielleicht nochmal so ein Zusammenfassungsvideo machen kann, wo ich praktisch nach jedem Krieg einen Speicherstand habe,
damit man sich so schön anschauen kann, was wir wann und wo und wie erobert haben. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mache, aber vielleicht dafür. Ich mache einfach mal die Speicherstände. Gut, dann würde ich sagen, wir sind's für heute. Es hat auf jeden Fall irgendwie, heute war es sehr anders wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal musste ich am Anfang mal alles herausfinden. Inzwischen kenne ich mich einigermaßen aus dem Spiel. Und ja, beim ersten Mal haben wir hauptsächlich mit Polen und Litauen gekämpft und versucht zu überleben und uns dann auch recht massiv ausgebreitet. Heute haben wir insgesamt 4 Provinzen erobert, soweit ich glaube. Ja, 4 Provinzen waren es. Also nicht so die großen Eroberungen, dafür am Anfang aber ganz viele Gebäude gebaut und dann auch noch zum Protestantismus gewechselt und alle Revolten überlebt, wenn auch zwischendurch sehr demotiviert. Na gut, also eigentlich alles läuft ganz okay und damit würde ich dann sagen tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder aufnehme. Also dann, tschüss.